Endlich geht es weiter mit Yakuza Zero. Wir sind hier im Keller des Clubs Asia. Eine Stripperin hat uns doch angeboten, durch ihren Laden und die Kanalisation, zu der ein Zugang hier zu finden sei, den Dojima, die die Straßen hier unsicher machen und auf der Suche nach Kiryu sind, zu umgehen. Und ich habe ihr nicht so ganz getraut, deswegen habe ich eine kleine Pause gemacht. Zum Glück gibt es ja diese wunderbare Sleep-Mode-Funktion der PlayStation, dass ich hier einfach weiterspielen kann. Und ich schau mal, was uns jetzt hier unten erwartet. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass es vielleicht nicht ganz so glatt geht, wie es scheint. Deswegen habe ich das mal auch die Pause gemacht, weil ich nicht weiß, wie lange es hier weitergeht. Dein Laden ist wirklich was Besonderes. Dass man hierher Zugang hat. Ja, der Vorbesitzer war wohl keine Zivilperson. Keine Ahnung, wovor er sich gefürchtet hat, aber diese Hintertür wurde extra angelegt. Sorry wegen des Gestanks. Wo führt denn dieser Tunnel hin? Ich denke in Richtung Theatervorplatz. Aber ich habe es selbst nie wirklich überprüft. Irgendwo wird sicherlich rausgehen, sonst wäre dieser Fluchtweg ja sinnlos. Momentan scheinen sich die Dojima hier um den Laden zu versammeln. Also kannst du sicherlich auf diesem Weg ganz gut aus der Sache entkommen. Ja. Das hilft mir echt. Vielen Dank. Sobald ich wieder unbeschwert durch die Stadt streifen kann, komme ich gern wieder. Als Gast. Das ist ja nett von dir, Kiryu. Tut mir leid, aber dieser Tag wird vielleicht nie kommen. Okay, dann hat mich meine Intuition doch nicht getäuscht. Kiryu hat es ja auch schon angedeutet, dass er der Frau nicht traut. Okay. Das ist da der Punisher. Im 1989er Dolph Lundgren Punisher ist er doch immer auf Motorrad in der Kanalisation unterwegs. Aber. Ah, sowas liebe ich doch. Das ist das Beste an dieser Serie. Boah. Ach, ja. Manchmal muss es eben over the top sein. Richtig schön halsbrecherisch, Cousin. Ich werde dich jetzt prächtig unterhalten. Die Frau von eben gehört also doch zu dir. Ich sag dir mal was, das dir nützlich sein könnte. Das Gangster-Dasein unterscheidet sich vom Boxen. Wer in einem Kampf unterliegt, wird nicht Verlierer genannt. Wer am Ende nicht mehr durchhalten kann, der ist am Ende. Ja? So ist's doch. Gute Musik. In unserer Welt gibt es kein K.O. Weißt du, Kiryu, ob ich jetzt ein oder zwei Finger einbüße, das wird keinen Einfluss darauf haben, ob ich die Nachfolge von Abano oder Shibusa antreten kann. Solange ich am Leben bin, werde ich alles versuchen aufzusteigen. Und das ist, warum ich so halbe Portionen wie dich am meisten verabscheue. Stirb, du Weichblöte! Oh, ja, hier waren schon mindestens drei gute Bilder für das Video, für ein schönes Thumbnail dabei. Und damit geht's mal wieder, wie es aussieht, gegen Kuse.
zum zweiten Mal. Ja, wie immer ein schöner Übergang in den Kampf. Ja. Geht gut für mich los. Ach ja, ich mag's, dass diese Spiele immer ein gutes Gespür dafür haben, wann es doch sich anbietet, richtig schön over the top zu gehen und richtig schön Quatsch zu machen. Im Dienste der Dramaturgie. Kuse scheint mir jetzt ja nicht so viel entgegenzusetzen zu haben. Entweder bin ich jetzt um einiges stärker als beim ersten Mal oder Kuse hat gar nichts drauf. Oder ich mach's hier gerade auf die billige Art und Weise, keine Ahnung. Aber soweit ich mich an den ersten Kampf erinnere, war das doch um einiges schwieriger. Ein richtiger Pushover. Boah, der ist ja gleich schon weg. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber auch nicht schlecht. Lieber gleich weiter mit der Action. Los, noch ein bisschen. Ja, jetzt haut er zwar irgendwie doll zu, aber scheint nicht so richtig hier zu treffen. Vielleicht liegt es an der Kanalisation oder so. Ist auch schön eklig da. In die Suppe zu fallen. Wow, das war's schon. Wow. Einer der einfachsten Bosse ever. Scheiße. Anderes hätten wir nicht erwartet von Kiryu. Bleibst du wohl hier? Du machst einen Fehler, wenn du es hier jetzt nicht zu Ende bringst. Es ist genau, wie du vorhin gesagt hast. Ich bin eine halbe Portion, die dem Leben als Yakuza nicht gewachsen war. Kazama hat das sehr wohl durchschaut und mir dieses Leben verboten. Ein geborener Yakuza ist wahrscheinlich ein Mann wie du. Ich kann daran nichts ändern. Ich bin eine halbe Portion. Aber letzten Endes setze ich mich durch. Du Verdammter! Und dabei ist egal, wie oft du dich mir in den Weg stellst. Gute Worte. Vielleicht kann ich dann ja auch noch ein drittes Mal gegen den armen Kuse kämpfen. Diese drei Berater, diese Wakagashi da Hussa, gefallen mir aber echt gut. Die sind richtig eigenständige Charaktere und jeder hat so seine eigene Art, wie er Gewalt androht oder sich Kiryu gegenüber verhält. Also von Shibuya haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber zumindest Kuse und Awano sind total eigenständig und unterschiedlich. Ich schätze mal, dass wir Shibuya auch noch ein bisschen näher kennenlernen werden, weil er gerade so unauffällig und im Hintergrund bisher ist. Und es geht gleich weiter. Wir treffen uns also heute hier zum Film schauen. Und ich bin der, der die ganze Zeit dazwischen redet. Koko. Wo bin ich hier? Maharaja? Nee, das kann ich. Und gleich das nächste Bild. Großartige Animation. Richtig schön surreal. Da bist du ja endlich, Kiryu. Also ist Kuse an dir gescheitert. Was machst du denn?
Ja, das kannst du doch sehen. Ich tanze. Er lebte wild und schnell. Ich hatte eigentlich auf deinen Anruf gewartet. Die ganze Nacht habe ich am Telefon gesessen. Ah, es war ganz schön langweilig. Ah, los, komm schon her. Tanz mit uns, Kiryu. Was willst du? Hattest du nicht gerade noch vor, mich kaltzustellen? Wenn nichts mehr drängt, ich bin einmal weg. Ich habe nicht vor, mit dir zu feiern. Hey, warte, Kiryu. Ich muss dir noch danken. Wofür? Nicht nur Kazama, sondern auch noch Kuze. Du hast dafür gesorgt, dass die beiden Kerle, die mir vorgesetzt sind, entthront wurden. Ehrlich, bist du für mich so eine Art Glücksgott, was? Deswegen, Kiryu, will ich von tiefstem Herzen nichts anderes, als auch dir ein bisschen zu helfen. Wenn du hier rausgehst, wirst du nicht mehr weit kommen. Deswegen hör mir besser kurz zu. Was hast du denn zu sagen? Weißt du, vor kurzem, etwa so nachdem du dich mit Kuse geprügelt hast zum ersten Mal, war ich Golf spielen. Im Koshu Country Club. Das ist ein ganz hervorragender Kurs. Warum erzählst du mir das? Ah, du weißt es vielleicht nicht, aber bei so einem Golfplatz haben die köstliches Essen. Nachdem ich auf dem Kurs war, gibt's immer Curry und Sauna. Wenn ich daran denke, kommen mir alle anderen Vergnügungen auf der Welt als absolut idiotisch vor. Für dein belangloses Geschwätz habe ich nichts übrig. Wie wäre es, wenn du einfach zum Punkt kommst? Ah, du bist echt grün in den Ohren, was? Viele Dinge, die auf den ersten Blick unverwandt erscheinen, sind in Wirklichkeit von allergrößter Wichtigkeit. Na, lassen wir das. Auf dem Rückweg vom Golfplatz bin ich an Nishikiyamas und deinem Elternhaus vorbeigekommen. Du meinst? Kazama kümmert sich doch um diese Einrichtung. Daher hatte ich einen prächtigen Ort erwartet. Aber was für eine Hundehütte ist das bitte? Himawaria ist das, oder? Die alte Leiterin sah noch sehr rüstig aus. Was hattest du da zu suchen beim Himawari? Ach, bleib doch cool. Ich hab da nichts gemacht. Ist doch eine Einrichtung, die zu Kazama gehört. Hab da ein kleines Taschengeld gelassen. 1 Million. Da kamen mir die Tränen vor Freude. Sie ist ein guter Mensch, diese Leiterin. Awano, du. Du willst doch sicherlich nicht, dass wegen deiner Verfehlung diese unbescholtene alte Frau in Trauer versetzt wird. Oder doch? Naja, das war's eigentlich schon. Auch wenn du jetzt davon kommst, du kannst nirgendwo hinweglaufen. Von der Wohnung eines Freundes, über deine Stammkneipe bis hin zum Ort, an dem du aufgewachsen bist. Wir wissen über alles Bescheid. Aber nimm's mir nicht übel. Das ist schon seit langem meine Rolle in der Organisation. Die generelle Verwaltung obliegt dem Kazama-Clan. Die Exekutive sind Kuses Königsfäuste. Geschäftliche Affären dem Shibusa-Clan und ich. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit. Mit anderen Worten, ich spreche die Drohung aus. Kiryu.
Ich bin nicht Vikuse. Was es heißt, als Yakuza sein Leben zu führen, geht mir ziemlich am Arsch vorbei. Hervorragend zu essen, tolle Dinge zu besitzen, in schicken Schlitten rumheizen und manchmal gleichzeitig ein Mädel flachlegen. Für mich ist das hier einfach nur ein Job, ein Mittel, das mir ein solch großartiges Leben ermöglichen soll. Wäre das nicht auch was für dich, Kiryu? Du musst mir nur diesen Immobilienheini, diesen Tachibana liefern. Und dann bist auch du auf der Gewinnerseite. Ein großartiges Leben leben. Oder es dich zu tun und erbärmlich zugrunde gehen. Hey, Nishikiyama und du, ihr habt doch wie verzweifelt versucht, aus dieser Hundehütte rauszukriechen, oder nicht? Du hast doch alles gegeben, damit dein Leben nicht wertlos versiegt, oder nicht? Auch ein ganz schöner Monolog. Ist das alles, was du zu sagen hast? Oh Mistkerl! Das ist nichts für mich. Ah, stilvoll. Die war ja wohl absolut nur Staffage, die Frau. Kiryu, ist das egal, oder was? Dir blüht dasselbe wie der Frau da. Vor der Tür warten hunderte unserer Leute. Alle mit Knarre im Anschlag. Was die Arbeit angeht, bin ich nämlich nicht nachlässig. Also, was machst du, Kiryu? Willst du da rausgehen und durchsiebt werden wie eine Bienenwabe? Bleib doch und wir machen uns den Traum eines absolut geilen Lebens wahr. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Also, was ist? Es liegt doch auf der Hand. Ich bin hier raus. Was? Du meinst, du kannst mich einschüchtern, aber ob ich weiterlebe oder sterbe, ist eigentlich kein großes Ding. Was faselst du da? Das ist genau wie mit den Sachen, die du für toll oder geil hältst oder nicht. Ich treffe meine Entscheidung nach dem Prinzip, ob ich was mag oder nicht. Und ich gehe nur aus einem einzigen Grund. Mit dir gemeinsame Sachen zu machen, wäre für mich noch abstoßender als zu sterben. Du Verdammter! Abgeknallt zu werden, ist mir immer noch lieber. Und er ist ziemlich ungestört daran, dass die Frau gerade erschossen wurde. Das ist ihm einfach nur egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ach, im Debo da war das. Das kommt ja in Kiwami dann auch wieder vor. Das Dümmste an der Sache ist, dass mein Bluff nicht überzeugt hat. Es scheint ja recht ruhig zu sein trotzdem. Sehr tiefenentspannt, der Awano, im Gegensatz zu Kuse. Und wer kommt jetzt? Ah, natürlich Nishikiyama. Kiryu! Los, schnell rein! Wenn uns die Leute vom Clan sehen, bin ich dran. Aber jetzt mach schon! Ich wusste gar nicht, dass da Autos langfahren können. Kopf runter, versteck dich! Wenn du an Awano vorbeikommst, würde ich dich finden, habe ich mir gedacht. Nishiki, verstehst du nicht? Mir zu helfen ist zu riskant für dich. Ach, sei ruhig!
Das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Es geht der Controller schon aus. Egal, wo du in der Stadt hingehst, überall sind Leute von der Organisation. Es bleibt nichts anderes übrig, als das Viertel zu verlassen. Wo willst du denn hin? Das erste raus aus der Stadt. Damit ist zwar nicht wirklich was erreicht, aber du gewinnst wenigstens etwas Zeit. Okay. Gehst jetzt etwa zum Himawari? Ah ne, da könnte Abano ihn ja sofort finden. Das ist wirklich ein einziger Film heute. Schon 20 Minuten und davon vielleicht 3 Minuten gespielt, wenn es hochkommt. Aber ich finde es sehr gut inszeniert, bis auf diese etwas undankbare, unmotivierte Tötung der Frau. Kiryu, wir sind da. Wo sind wir hier? Tja, ich bin einfach so weit gefahren, wie es richtig erschien. Du auch? Ja. Die Zigarettenwerbung. Ich hab's immer noch. Du kannst es jetzt behalten. Ich werde es nicht mehr zurückfordern. Ja? Genieß diese Züge. Mein Bruder. Es sind deine letzten. Was soll das? Das ist doch kein guter Zeitpunkt für so einen Unfug. Meister Bruder, lass es doch einfach. Klappe! Das ist jetzt der einzige Ausweg. Wie ist es nur so weit gekommen? Wo sind wir vom Weg abgekommen? Ist das ein Befehl von der Organisation, Nishiki? Nein, ist es nicht. Kiryu, weißt du nicht, was denjenigen blüht, die zur Strafe vom Clan hingerichtet werden? Die Dojima sind Meister darin, die Leichen als abschreckende Beispiele herzurichten, dass man gut erkennt, was sie bis zum Tod alles durchlitten haben. Die töten dich und lassen dich dabei möglichst lang am Leben. Halten dich am Leben, um dich so lange leiden zu lassen, wie es nur geht. Lebendig obduziert und gefoltert zu werden. Ohne Erbarmen, Schmerzen zugefügt bekommen und dann die Leiche, die dann gefunden wird, hat keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Ich, Kiryu, ich will nicht, als dein Bruder, dass dir das passiert, dass du so sterben musst. Wenn die Dojima deinen Kopf wollen, dann läuft das fraglos darauf hinaus, Kiryu. Es gibt kein Entkommen von der Organisation. In unserer Welt gibt's kein Verjähren. Das weißt du doch auch, oder nicht? Jetzt ist es so weit gekommen. Für mich ist hiernach auch Schluss. Und für Kazama auch. Aber zumindest kann ich es so vermeiden, dass du auf diese schreckliche Weise sterben musst. Ein kurzer und schmerzloser Tod. Das ist alles, was ich für dich noch tun kann. Oh yeah. Melodrama und so viel Emotion
sehr gutes Voice Acting. Das kann ich leider nicht so transportieren. Es tut mir leid, Bruder. Dass du jetzt hier vor mir stehst, ist allein meine Schuld. Bruder, ich habe eine Bitte. Wenn du mich jetzt hier umpustest, nutze dies als Verdienst und bring es irgendwann bis an die Spitze der Organisation. Versprich mir das. Das ist mein Wunsch. Was soll das? Guck mich nicht an. Dreh dich doch um, Kiryu. Verhalte dich nicht so jämmerlich. Sonst schaffst du es nicht an die Spitze. Was ist? Gib dir Mühe beim Zielen. Ich bin auch noch am Leben. Das war seine einzige Chance. Ich kann's nicht. Ich kann nicht abdrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne dich zu sein. Als Yakuza. Und seitdem ich denken kann, warst du immer an meiner Seite. Ohne dich verliert doch alles, was ich mache, seinen Sinn. Mir geht's genauso. Es kommt mir so vor, als wären wir immer noch Kinder. Dass wir wegen irgendeiner Belanglosigkeit unseren Vater in Schwierigkeiten gebracht haben. Und auf einmal scheint es, als könnte ich alles nur durch meinen Tod wieder gut machen. Was die Yakuza angeht, bin ich wirklich nichts weiter als ein unerfahrener Grünschnabel. Und ich wollte dir eigentlich den einfachen Tod ermöglichen. Was für ein verdammter Mist. Echt. Aber wir können nicht für alle Zeiten Kinder bleiben. Kiryu, vielleicht können wir beide... Nishiki. Vergiss das alles, was heute los war. Ich werde es auch tun. Ich muss jetzt los. Was machst du denn? Was hast du vor? Ich kehre in den Kamurocho zurück. Ich habe da noch was ich erledigen muss. Das geht doch nicht, Kiryu. Du wirst dabei wirklich draufgehen. Nein. Du hast mir dieses Leben geschenkt. Ich muss mit eigenen Augen sehen, wohin es mich führt. Nishiki, ab jetzt muss es zwischen uns anders sein. Unser gemeinsamer Weg endet hier. Ab heute sehe ich dich nicht mehr als meinen Bruder an. Halte dich von jetzt an von mir fern. Junge, Junge, okay, das war einiges, das war jetzt eine knappe
halbe Stunde Film. Was für ein dramatisches Ende des Kapitels. Natürlich geht's dann beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter mit Majima im siebten Kapitel, wenn dieser Wechsel aller zwei Kapitel des Protagonisten weiter so durchgeführt wird. Und natürlich will ich gerade am meisten wissen, was jetzt hier mit Kiryu und Nishiki weiter passiert. Ich fand diese Szene jetzt wirklich gut zwischen den beiden. Es ist schade, dass ich das nicht so gut stimmlich rüberbringen kann, wie es hier die Sprecher im Original geschafft haben. Und na gut, ich bin dafür auch nicht ausgebildet. Die haben das natürlich echt ganz hervorragend gemacht. Gerade der Nishiki-Sprecher hat hier ganze Arbeit geleistet, finde ich. Schön emotional und überdramatisch, aber so muss es auch sein in diesen Spielen, finde ich. Das wünsche ich mir so und es hat super funktioniert. Man hat gesehen, dass Nishiki wirklich immer der Schwache von den beiden ist, der eigentlich ein gutes Herz hat, aber auch ein Feigling ist. Und deswegen wird sein Weg hier, den er dann im Verlauf der Serie nimmt, finde ich auch schon in diesem Teil hier sehr gut vorgezeichnet. Und ich muss auch echt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Ereignisse in Yakuza 1 durch dieses Prequel doch noch um einiges an Bedeutung gewonnen haben und auch vor allen Dingen die Wirkung eine andere wahrscheinlich ist, wenn man jetzt nochmal Yakuza 1 spielt. Da bin ich echt froh, dass diese Chance in Yakuza Zero hier von den Machern genutzt worden ist. In der Neuauflage Kiwami ist ja auch noch ein bisschen mehr von Nishikis Geschichte dargestellt und es wird noch ein bisschen mehr von seiner Seite der Story gezeigt nach jedem Chapter oder ich glaube nach den meisten Chaptern war das. Das hätte sogar fast noch mehr sein können, denn ich finde, er ist wirklich einer der interessantesten Charaktere in der Serie, weil er eben der zentrale tragische Charakter in dem ersten Spiel war oder ist. Und leider waren die Erklärungen, die dann geliefert wurden oder die Art der Darstellung war jetzt nicht so gut, wie ich jetzt diese Szene hier gerade fand. Aber vielleicht sehen das ja auch nicht alle so. Ich fände es jedenfalls schön, wenn Kiwami mal hier angekündigt werden würde für unsere Gefilde, dass ihr euch ein eigenes Bild machen könnt. Puh, Mann, das war doch wirklich eine super Folge. Das hat mir jetzt wirklich richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und meine Übersetzung hat euch nicht zu sehr aus der Atmosphäre rausgezogen. Dann gucken wir uns noch kurz unseren Clear-Bonus an. Wir haben so viel Geld erwirtschaftet, dass wir uns 30 Flügel, also nicht die für den Rücken von den Engeln, sondern die zum Draufmusizieren, kaufen können. Und sonst nichts Besonderes hier. Also beim nächsten Mal, wie gesagt, sehen wir uns dann wahrscheinlich in Osaka mit Majima. Schaltet also wieder ein, wenn es weitergeht mit Ryuga Gotoku Zero.